Heute vor 25 Jahren kam Pokémon Gold und Silber raus. Das Spiel hier. In dem Fall ist Gold. Die zweite Generation war ein Riesending damals. Weil vor allem wichtige Farbe und nicht nur so, alles ist kinder einheitlich gefärbt. Gelb hat es ein bisschen besser gemacht. Aber die zweite Generation hat da schon ein bisschen mehr reingesteckt. Und ja, zum 25. Jubiläum, so ein Vierteljahrhundert, kann man doch mal feiern. Entsprechend machen wir einen kleinen Kinder Special Run. Machen wir mal an, oder? Ja, das passt. Welchen anderen Rahmen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 1 und 3? Bisschen dunkler 3. Nehmen wir 3. Einen kleinen Special Run, in dem wir nur unseren Starter benutzen, oder hauptsächlich. Weil, halt, stopp! Nein. Wie spät haben wir? Ich brauche Sonntag. Und hallo, Herbsti. Ich brauche Sonntag. Brauche ich Sonntagnacht? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich würde aber gerne tatsächlich... Genau, ab hier wird's dunkel. 2 Stunden, 3 Stunden. Sagen wir mal, in 4 Stunden wird's im Spiel dunkel, ne? Also ist es Tag 2 Uhr. Wie viele Minuten? 0. Wow, 0 Minuten! Ich habe verschlafen! Das ist das, was Dave 90% der Spiele ohnehin tun? Spieler ohnehin tun? Ja, ist aber langweilig. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Actually, die meisten ziehen Team hoch. Das haben früher die Leute gemacht, weil sie es nicht besser wussten. Mittlerweile zieht eigentlich jeder ein Team hoch. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Weil manche Leute sind Pokémon-Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag ein, Tag aus. Wie lautet dein Name? Dave, dafür. Wie nennen wir denn unseren Rival? Dave, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Pass auf, ist euch aufgefallen, wir wurden nicht gefragt, ob wir männlich oder weiblich sind. Das kam erst ab Crystal dazu. Gab's hier keinen Trank, echt? Oh Gott, ich habe ja gar keine Running Boots und so ein Shit. Unser Nachbarfreund hat dann, ja, er möchte etwas für die... Oh, fast hätte ich vergessen, ein Pokécom von der Reparatur zu dir. Ja, da hast du eben wunderschönen Dank für den Pokécom. Es gibt einige Änderungen legit zwischen Gold, Silber und Crystal. Und da ich hauptsächlich Crystal spiele, wird das jetzt lustig. Wenn da irgendwelche Änderungen drin sind, die ich nicht weiß. Ja, weil ich weiß mit allem Bescheid. Halt die Fresse, Mama. Mama, ich bin jetzt 10 Jahre... Ich meine, das ist 11 Jahre, glaube ich, in Gen 2. Ich bin 11 Jahre, lass mich los. Guck mal, die Nachbarin ist gar nicht da zum Tee trinken. Aber er kickt einen trotzdem weg, nehme ich mal stark an. Das ist das Blindblabber, ja. Was starrst du so? Ja. Er ist immer noch ein Arsch und tritt uns weg. Cool. Oh, er fängt direkt so an. Ich glaube, der Tisch unten fehlt. Ha. Das sind schon kleine Änderungen, die mich gerade irritieren. Wähle eines aus. Ich hätte gern Totodile. Ist das Totodile? Ja. Wer ist so Kanimani, das Wasser-Pokémon? Ja. Ich glaube, Kanimani ist für einen Solo-Run am besten. Weil... Spitzname! Oh! Wer die nächste Kanalbelohnung einlöst, bekommt, wird das Pokémon. Und hat überhaupt jemand Bock drauf? Ich schau mal den Tee nach. Gut! Lefur. Nachricht hervorheben, wunderbar. Und Witz hinterher.
So. Hopp. Oder? War klein geschrieben dann. Ja. Das Mister kannst du weglassen. Oh, da muss ich alles neu schreiben. Das hätte doch vorher sagen können. Ah, wie vor. Ja, und ein Witz dann noch hinterher. Ich habe gerade bei einem Brötchen angerufen, aber es war schon belegt. Hooray. Und Struggle! Schönen guten Abend. Na, was gab's bei euch? Fields of Mysteria. Ich wollte Mysteria sagen. Kenne ich nicht, was ist das? Aber ich würde beinahe schätzen, ein JRPG, so wie ich dich kenne. Wenn ich jetzt mal ganz dreist schätzen darf. Was habt ihr gemacht? Und herzlich willkommen zu Pokémon Gold. Wir feiern heute den 25-jährigen Release des Spiels. Und deswegen spiele ich einfach Pokémon Gold heute Abend. Nur mit dem Starter mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist ein Stardew Valley-Klon. Oh, also gar nichts für mich. Oh, warte mal, ist unser... Achtung, das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, aber ich muss gucken, dass unser Starter auch männlich ist. Denn ein weiblicher Starter hat weniger Attack-Punkte. Denn das Geschlecht der Pokémon in Generation 2 wird durch den Hidden Attack Wert gesetzt. Wenn das Pokémon in der oberen Hälfte des Attack Stats ist, ist es männlich, in der unteren Hälfte ist es weiblich. Deswegen möchtest du eigentlich keine weiblichen Pokémon in Gen 2. Da war Game Freak ein bisschen nicht so nett. Aber wir haben einen guten HP-Stat, da wir 21 haben. Wie mies. Ja, in irgendwas mussten sie es festmachen. Man hätte es auch an der Defense machen können, aber der Text ist schon gemein. Na, Weibchen sind, glaube ich, auch seltener. Das kommt dazu. Das heißt nämlich, wenn du einen weiblichen Starter hast, hast du einen Attack-DV von, ich glaube, 0 bis 3 maximal. Oder 0 bis 2 sogar nur. Also im Endeffekt ist dein Starter dann sehr, sehr schwach. Ha! Tee! Heiß! Ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß, wie man trinkt. Au! Deswegen möchte ich ein bisschen leveln schon. Aua, die hauen uns schon ganz schön gerade. Ah nein, jetzt haben wir die Bärle verbraucht. Das ist schlecht, actually. Die wollte ich nicht verbraten. Na gut. Naja. Aber ein Stardew Valley-Klon. Stardew Valley ist mir zu cozy. Zu cozy auf der einen Seite, aber auch zu stressig auf der anderen. Weil man hat permanent irgendwas zu tun. 14 Attack. Oh, 11 Special. Das ist schlecht. Oh, 11 Special ist nicht gut. Sadly. Nach der Tonuptolo ist alles von Game Freak irgendwie weird. Hallo Gideon. Ja, aber wenn man sich ein bisschen, die Lore der anderen Spiele mal angeguckt hat, zum Beispiel im Japanischen, der Unterschied in Gen 4, steht ja auch, dass in der Bibliothek, wo bei uns im Westen steht, Pokémon waren den Menschen früher näher und man hat zusammen an einem Tisch gesessen beim Essen, steht im Japanischen, Pokémon und Menschen haben früher einander geheiratet. Von daher, es war eigentlich klar, dass es irgendeine Hidden Lore gibt, wo man sich einfach nur dachte, die können wir nicht rausbringen. Der ganze Westen dreht durch. Eww! Ja, die Japaner sind da ein bisschen anders. Oh mein Gott, für den Encounter noch. Hab zu viele Tiere gekauft. Es gibt nicht zu viele Tiere. Tiere sind toll. Aber das war ja gewollt. Ja, aber man hat eben dann das für den Westen eben schon geändert. Und dass da noch mehr Lore dahinter steckt, war eigentlich abzusehen. Man hat immer nur so gesagt, ja, wir wissen es nicht, also gibt's die nicht. So ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt, aber es war keiner obvious, dass es in so eine Richtung gehen wird. Weil die Tiere muss man versorgen. Oh, und jetzt bist du die ganze Zeit nur am Tiere versorgen. Ach, verdammt. Ein Step rein, sofort wieder Encounter.
Ey, ich und meine Encounter-Chance. Das ist schlimm. Level 2. Dann sind wir Level 7, das passt. Ich möchte nämlich Rage haben. Mit Rage wird das sowieso alles, wie man so schön sagt im Englischen, a piece of cake. Die waren aber wenigstens erwachsen. Auch bei den Japanern, das... Sawasawai, perfekt. Das Mindestalter, um Geschlechtsverkehr zu haben bei denen, ist, glaube ich, 14, wenn ich es richtig habe. Das heißt, wenn du 14 bist, darfst du gesetzlich mit, weiß ich nicht, einem 60-Jährigen schlafen. Oder 60-Jährigen, ist ja wurscht. So, wir holen uns noch die Karte, einfach der Vollständigkeit halber. Das ist bei denen, okay, die sind da ein bisschen offener als wir im Westen. Oh Gott! Struggle lernt Dinge über die Welt, die sie nie wissen wollte. Deswegen, bei denen sind die Regeln ein bisschen lockerer, so im Allgemeinen. Die sind da sehr, sehr liberal. Deswegen... Wundert mich actually nicht bei denen. Aber ja, es gibt lustige Ecken der Welt. Dieser Typ, den wir gerade unten im Eck gesehen haben, der wird später noch wichtig. Der hat nämlich das Zauberwasser. Der eine nennt es liberal, der andere P. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, deswegen ich nenne es einfach mal liberal. Das ist, deswegen ist es eine bessere Bezeichnung. So, wir müssen aber kurz heilen. Weil wir kriegen ja trotzdem ein paar Encounter. Wir leben. Naja, Schweden soll wohl auch mit 15 erlauben und die zählen manche auch zum Westen. Ja, echt? Schweden mit 15? Krass. Das wusste ich nicht. Ich weiß halt nur, dass es halt eben generell starke kulturelle Unterschiede, speziell zwischen, oh mein Gott, erstes Feld, zwischen Japan und dem Westen gibt. Das sind freie XP. Der kann sich nicht wehren. Den hauen wir. Der steht da so einsam auf weiter Flur im Feld. Oh Gott. Oh Gott. Ah, es war ein Fehler. Ja gut, was machen wir denn die nächste halbe Stunde, bis wir das Viech besiegt haben? Mein Gott. Speaking of Härtner und so, diese ganzen Attacken mit Silberblick, warum heißt Kanimani Lifur? Weil ich vorhin beim Starter einfach gesagt habe, wer als erster eine Kanalpunkte-Belohnung einlöst, so heißt das der Starter. Und Mr. Lifur hat sich einfach schon eine Kanalpunkte-Belohnung geholt und einen Witz, also sogar zwei. Und deswegen haben wir den Starter Lifur genannt. War einfach nur, weil ich normalerweise immer meine Pokémon nach dem Chat benenne. Und gar nicht lang gedacht habe, so, oh, Pokémon benennen, oh, gar nicht vorbereitet. Ja, wer die nächste Kanalpunkte-Belohnung einlöst. Ah, das macht natürlich Sinn. Schon, ne? So. Ich glaube, der hat sich noch nie so schnell hintereinander meinen Namen gesagt. Lifu, 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 Lifu. So, jetzt habe ich ihn noch nie so schnell hintereinander gesagt. So, danke für deine Beeren. Den Busch vor deinem Haus ernten wir auch noch. Ah, sind Hidden Items eigentlich zwischen Gold und Crystal gleich? Oh! Das fällt mir ja jetzt erst ein. Ich kenne Crystal in- und auswendig, aber wie gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Gold, Silber und Crystal. Irgendwo hier liegt was. Ah. Ein Trank. Liegt da ein Crystal ein Trank? Aber ich weiß es nicht mehr. Die Gegengiftbälle könnte noch wichtig werden. Speziell in der zweiten Arena. Schön, dass du kommst. Ja, ich bin da. Hallo. Der Rätselei. Was brauchen wir denn eigentlich zum Durchspielen? Wir brauchen einen Wasser-VM-Freund. Da fangen wir uns einfach später an Tentacha oder so. Da vergeben wir dann Kanimani. Für Zerschneider würde ich gerne ein Knofenser, glaube ich, fangen. Oh, ich habe gedacht, irgendwas mit Pokémon getrampt, by the way. Da war irgendwas mit einem Knofenser. Und ja, ich träume manchmal von Pokémon. Fuck, was war denn das? Irgendwas mit einem Knofenser. Kommt zu mir jetzt gerade. Nee, kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ist dann doch... Ich kann mir meine Träume nie merken, deswegen...
wenn ich nicht sofort nochmal im Kopf durchgehe, nach dem Aufwachen, so komplett nochmal Revue passieren lasse und durchgehe, das ist so und so passiert in der Reihenfolge, dann ist es 5 Minuten später gone. Also ich muss nochmal direkt über den Traum nachdenken, sonst ist er weg. Aber das haben glaube ich die meisten Leute, ne? Ich habe eine Katastrophe! Du bist 5 Minuten weg und ich wurde beklaut! Ich bin nämlich ein unfähiger Professor! Ja, ich komme schon. Hat er das gesagt, Starter only? Ja, wir brauchen aber trotzdem vor allem Freunde. Also muss er TM, Nein. Es heißt, HM Friend. Da hat sich die Pokémon-Community so, irgendwann mal dafür ausgesprochen, dass man eben nicht mehr sagt, VM-Sklave, sondern, oder halt HM-Slave, sondern dass man gesagt hat, das ist ein HM-Friend. Weil Slave klingt halt kacke. In den Chat kommen und über Kuscheldeckel stolpern. Abend, Dave und liebe Verrückte im Chat. Hallo Frettchen, wunderschönen guten Morgen. Oder guter Abend. Wie auch immer. Wenn man im Lurk muss noch essen. Oh, you. Dann guten dir. Was gibt's denn? Bringst du mir was mit? Ich hab auch Hunger. Jetzt habe ich nicht auf die Stats geguckt. Lass mal gucken, wie sich unser Special Stat entwickelt. 14. Ja, okay, es geht. Er steigt noch gut mit. Weil für Surfer wäre dann unser Special Stat noch wichtig. Ein Crystal ist hier ein Item. Da fehlt ein Item! Siehst du, da gehen die Unterschiede los, die mich jetzt schon verwirren. Wir haben 1 HP verloren, das ist okay. So, jetzt treffen wir unseren Rival. Wer möchte eigentlich der Rival dann sein? Können wir auch noch gucken. Na Gott. Du bist schon der Starter. Möchte irgendjemand der Rival sein? Ansonsten machen wir es einfach so wie bei meinem allerersten Mal Gold und Silber spielen. Ich nenne ihn Fragezeichen, weil das stand da, es hieß, welchen Namen hat er, ich habe nicht verstanden, dass das ein Platzhalter sein soll. Dafür bin ich zu wenig hier. Wir spielen das eh nur heute. Und so, jetzt machen wir nämlich mehr Schaden. Wir werden nochmal gehauen und machen nochmal mehr Schaden. Deswegen ist Raserei ziemlich strong. Und der Gag ist nämlich, speziell in der ersten Arena, ist Raserei super gut, weil Birdcatcher, also die Vogelfänger in Falks Arena, eine aggressive AI haben. Die gehen immer nur für eine Damage-Attack, auch wenn sie was anderes haben. Und ich glaube, sie haben eh nur alle nur Attacken. Nenn ihn Bärbel, hallo Sand. Ein Bärbel. Weiß nicht, er sieht nicht so aus wie ein Bärbel, eher wie eine Gudrun. Meinst du nicht? Dann ist hier unten auch kein Item, oder? Ich kann nur Evoli sein. Wir kriegen einen Evoli später. Wir holen es uns und werden es nicht benutzen. Ein Giphion. Ja, also möchte denn jemand gleich der jetzt der Rival sein? Wir müssen ihn nämlich jetzt benennen. Ich möchte bitte ein volles Statement mit ich möchte der Rival sein im Chat. Ansonsten nenne ich ihn, weiß ich nicht, Günther. Oder Olaf. Ich finde Günther eigentlich ganz gut. Nee, Olaf eigentlich auch. Also. Schicken wir nochmal einen Tee nach. Wenn da keiner geschrieben hat, ich möchte der Rival sein. Okay, klecker Scheiße. Dann nenne ich ihn einfach Olaf. Ich Gideon möchte, dass der Rival Giphion heißt. Na gut. Dann nehmen wir das so. Giphion. So, warte mal. Ja. Aber warum nicht nach dir? Ist Giphion dein alter Ego? Wieso geht Aufstehen nicht? Ich stehe doch schon! Hallo! Guck mal, da ist der Stuhl! Ich stehe schon. Alpha Kevin. Ich glaube, das würde nicht mal reinpassen. Ach so, du Schlingel. Ja, hab die Limo schon gemacht. Das ist mein böser Zwilling. Ach so. Gut. Dann ist Giphion heute der Rival.
So, immer dran denken, man muss ihm noch das Ei zeigen. Und man kann einfach straight gehen. Und das hat Milchi in einem unserer Randomizer schon mal sehr viel Zeit gekostet, weil er vergessen hat, ihm das Ei zu zeigen. Und dann wieder vorgelaufen ist und, hä? Warum kann ich nicht durch? Hä, hab ich was vergessen? Hä, geht alles nicht, war alles kacke. Oh, scheiße, ich hab ihm das Ei nicht gezeigt. Musste dann nochmal zurücklaufen. Und blalala. Genau, schon am Streambeginn. Als der Timer noch lief, hat er mich schon aufstehen lassen. So, da gibt's mir jetzt Pokébälle, ne? Der fällt Pokéball. Ich glaube, 5 waren's. Deswegen, wir brauchen eigentlich... Man könnte ein Quapsel fangen, wenn man nachts anfangen würde, aber... Ich wollte tagsüber anfangen. Der macht keinen Unterschied, ob du stehst oder sitzt. Ja, doch! Die Buchreihe seht ihr sonst nicht. Das ist ein kompletter Unterschied, hallo? In den Tee pusten und die Brille beschlägt, super. Ein Taubsi. Ich weiß halt nicht, wie weit man leveln muss oder sollte im Spiel bei einem Solo-Run. Ich habe actually noch nie einen Solo-Run gemacht. Ich habe immer schon... Also ich habe schon ein bisschen nebenbei auch mitgelevelt. Ich gebe zu, in meiner gelben Edition habe ich sehr stark auf mein Nidoking gesetzt. Das... Ja. Aber das andere Team wurde noch so irgendwie mitgelevelt. Aber Nidoking hat schon den Großteil... Oh mein Gott. Den Großteil gemacht. Ich guck doch nur dich an und nicht den Hintergrund. Oh, kannst du nicht von mir weggucken? Oh ja. Apropos, so. Dinge stehen, halbe Stunde ist rum. Darf ich wieder hinhocken. Ich stehe halt auf Naturkatastrophen. Ich dich auch. So. Du bist kein Frettchen, du bist ein Frechdachs. Level 9. Sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen. Ich meine, ich drücke halt immer noch B die ganze Zeit nebenbei, weil B normalerweise in den ganzen Randomizern das Speed-Up ist. Aber es ist gar kein Randomizer. Das freche Frettchen aus der Nachbarschaft. Ja, genau. Da sehe ich dich. Nenn dich doch um, freches Frettchen. Gibt's wahrscheinlich schon. Oh, Crit? Nee, das war ein normaler Hit. Naja gut, wir sind 7 Level drüber. So, was geben denn Taubsies? Geben Taubsies Attack Stat? Also Attack Ivies? Nee, Ivies. Ivies sind ja noch später. Können jetzt wieder anfangen. Aber genau, was ich sagen wollte, warum der Special Stat so wichtig ist. In Gen 1, 2 und 3 bestimmt der Typ der Attacke, also Wasser, Feuer, Unlicht, whatever, noch ob's Special oder physisch ist. Der Physical Special Split kam erst in Gen 4, wie wir ihn heute kennen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Attacke Feuerschlag. Feuerschlag ist in dieser Generation eine Special Attack. Obwohl, es heißt Feuerschlag und man den Gegner direkt haut. Wir könnten uns da ein Geodude holen, aber... Deswegen ist für Surfer halt sehr wichtig, was unser Special wäre. Surfer ist ja auch später noch Special, aber... Zum Beispiel Eishieb werden wir uns in Dukat hier sehr früh holen. Will ich eigentlich Sachen kaufen aktuell? Was haben wir denn? Krankebeere, Gegengift. 5 Pokebälle. Lass mal noch 5 Pokebälle holen, das wird ja dann schon reichen. Nein, nicht so viel. Warte mal. Die Special-Räume in den Alf-Ruinen gibt es ja hier auch nicht. Die kamen ja auch erst in Crystal. Oh. Pokébälle sind ganz wichtig heute. Ja, wir brauchen schon ein paar Pokémon. Eben Knofense und einen Tentacher peile ich erstmal an. Ja, komm.
Was gibt's denn überhaupt? Ein Linfu. Das habe ich ein paar Mal gezogen mittlerweile. Im Trading Card Game. Au! Oh, ich wollte critten, nicht du. Flattchen hat's gefangen, sehr schön. Ich sehe gerade immer noch. Du bist auch anders geplaced. Du stehst normalerweise zwei Felder noch weiter nach oben. Aber du bist immer noch Teenager Julian mit seinem Top-Percent Radflatz. Jawohl. Oh, stimmt. Die Pokémon haben ja keine animierten, keine Animationen in Gold und Silber. Allein dafür ist Crystal einfach schon so viel besser, dass Pokémon einfach animierte Sprites haben beim Eintritt in den Kampf. Du kennst die Namen von ein paar. Gen 2 ist meine Lieblingsgeneration. Die habe ich ein paar Mal gespielt. Da von dem keine Ahnung, wie er heißt. Ich weiß, der oberste Weise heißt Marek. Wie heißt denn der Bugcatcher da vorne nochmal? Das ist eine Nummer, die man sich holen könnte. Zum Beispiel Picknicker in Gudrun. Auf Route, ich glaube 34 ist es. Doch, 34. Die gibt einem in Crystal die Blattsteine. Was? Marek? Ja, ja. Und wenn du verlierst, kommst du uns leicht der Schatten. Der ist Yu-Gi-Oh! Fast. Warum ist mein Control-Stream gerade gestorben? Okay. Ja, Burkhard, da war nix, ne? Ja, davor hast du gewonnen. Du bist halt scheiße. Und wir nehmen den auch noch mit. Oh, der steht auch woanders. Der müsste uns nämlich eigentlich jetzt sehen, an der Stelle. Spannend. Trainer sind an anderen Orten. Ha. Gut zu wissen. Schade, dass Härtner nicht fehlen kann. Ach ja, genau, was ich vorhin sagen wollte. Die Attacken wie Härtner, Kleidestall etc. Ich dachte immer, diese Statusveränderungen wären permanent. Deswegen war ich immer so, oh nein, ich habe ganz viel Kleidestall abbekommen. Jetzt hat mein Pokémon keine Verteidigung mehr. Und dachte, das wäre für den Rest des Spiels so. Deswegen ist... Das wusste ich damals halt noch nicht als kleiner Dave. Der Uli. Mit seinem kleinen Raupi. Aber wir werden noch Sprites sehen, die wir so noch nicht kennen. Weil wir sonst auf dem Kanal immer nur Crystal spielen. Denn es gibt zwischen Gold und Silber, hat jedes Pokémon einen anderen Front-Sprite. Und Crystal hat halt einfach immer einen der beiden genommen. Dann kann es halt sein, dass manche Pokémon Sprites haben, die man aus Crystal nicht kennt. Snoopy und Taubsi bisher müssen gleich gewesen sein, bei Radfatz habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Aber allgemein, glaube ich, hatte Gold eh die meistens die besseren und meistens wurde auch der Gold-Sprite für Crystal dann genommen. Glaube ich. So, hier müsste Mama jetzt eigentlich anrufen gleich. Genau, aber hier haben wir die Route gewechselt. Ja. Ja, lange Reise. Ja, habe ich dir leider nicht erzählt. Soll ich für dich sparen? Nee, bloß nicht. Die kauft nämlich nur Scheiße von unserem Geld.